darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer sechsten Hobbyausstellung hier im Gemeinschaftshaus. Ich freue mich besonders, dass der Hausherr, Herr Bezirksstadtrat Wendt, sowie auch der Abgeordnete der CDU Rudow, Herr Henseler, verschiedene heimatkundliche Vereinigungen, wie auch Haus- und Grundbesitzerverein Rudow, den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich, dass bei einem 10-jährigen Jubiläum, 10 Jahre besteht der Rudower Heimatverein, dass bei einem solchen Jubiläum sich wieder so viele Aussteller bereit erklärt haben, hier an der Hobbyausstellung sich zu beteiligen. Ganz besonders freue ich mich, dass also nicht nur die Erwachsenen hier ihren Weg hierher gefunden haben, sondern dass auch Kinder und Jugendliche sich an dieser Ausstellung beteiligen. Denn was wäre ein Sammler ohne Nachwuchs? Was wäre jemand, der ein Hobby hat, wenn nicht jemand, der auch später dieses Hobby pflegt? Ja, ich würde mich freuen, wenn Herr Wendt als Hausherr noch einige Worte an uns richtet. Ja, Herr Ziemer, erstmal schönen Dank an Sie, der nicht nur unsere Gäste begrüßt hat, sondern in sehr liebevoller Art und Weise sich immer wieder und nun schon zum sechsten Mal für das Zustandekommen dieser Veranstaltung bemüht. Denn eine Ausstellung kann man es ja kaum nennen, weil hier wird ja nicht nur ausgestellt, sondern hier gehen Bürger auch sehr aktiv miteinander um. Und insofern ist, denke ich, der Begriff Veranstaltung für das, was hier heute und morgen stattfindet, das bessere Wort. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei Ihrer Ausstellung und war fasziniert, wie viel unterschiedliche Interessen die Bürger hier doch zum Ausdruck bringen können und was für interessante Gespräche sich auch unter den Betreffenden hieraus ergeben. Und ich denke, insofern ist Ihre Ausstellung oder Ihre Veranstaltung auch ein ganz wichtiger Teil des Austauschs von Menschen miteinander. Und ich sag mal, in einer Zeit, in der immer mehr davon die Rede ist, dass Menschen sich zurückziehen, isoliert, für sich alleine leben, die Kommunikation in der Gesellschaft immer mehr gestört wird, ist das ein ganz aktives und schönes Element und ist ein sehr gutes Beispiel für das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch Bürgersinn nennt. Und da sind Sie, denke ich, einer derjenigen, die hier immer vorwärts treiben und agieren. Ich muss mich in dem Zusammenhang kurz dafür entschuldigen, dass wir hier ein bisschen improvisieren, aber die Knappheit der Finanzmittel hat offensichtlich nunmehr im Bereich der baulichen Unterhaltung auf dem Fahrstuhl dieses Hauses erwischt, sodass ich hier nicht im großen Rahmen oben im Saal, wo ja die meisten von Ihnen sich präsentieren, mich sehen lassen kann. Ich bedanke mich deshalb sehr herzlich dafür, dass Sie heruntergekommen sind. Sie haben mich als Hausherrn begrüßt, das stimmt. Politisch sicherlich, aber die meisten von Ihnen werden wissen, dass Herr Ullmann, der Leiter dieses Hauses, der eigentlich Hausherr ist, er hätte sich auch sehr gefreut, wenn er selber heute da sein könnte, aber wir mussten ihn sozusagen zwangsweise in den Urlaub schicken, weil inzwischen hat seine Arbeit so viel, ja, nicht genug mit Urlaub produziert, dass wir da kein Auge mehr zudrücken konnten und da muss man manchmal auch fleißige Mitarbeiter ein bisschen nötig in den Urlaub ziehen. Er lässt Sie und alle, die hier heute aktiv sind, ganz herzlich grüßen. Das liegt ihm am Herzen und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Freude haben und dass Sie vielleicht Partner finden, Partner für Ihr Hobby oder auch Partner in dem Sinne, dass Sie Ihre Interessen mal anderweitig orientieren können, weil das ist das eigentlich Schöne dieser Veranstaltung, dass man auch unheimlich viele Anregungen bekommt, Ideen bekommt und ich sag mal, hier stellen Bürger ihr Hobby aus. Wir werden in Zukunft das Hobby pflegen, nicht dieses oder jenes zu sammeln, sondern wir sammeln hier die Hobbys. Und insofern sind wir vielleicht auch Teil der Ausstellung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Freude und ja, das ein oder andere interessante Gespräch. Zum sechsten Mal fand Ende März
1997 die Ausstellung Hobby Freizeit. Bürger stellen ihr Hobby vor im Gemeinschaftshaus Lipschitzallee statt. Rund 60 Aussteller stellten ihre Freizeitbeschäftigung einer interessierten Öffentlichkeit vor. Gezeigt wurden bekannte Hobbys wie Briefmarken sammeln, wie auch nicht so bekannte Hobbys wie Hufeisen sammeln. Es wurden Tipps und Tricks ausgetauscht oder nur geschaut, was nicht alles den Sammlerherz erfreut. Und wer weiß, vielleicht wurde manch einer von den vielen Besuchern, die an den zwei Tagen diese Ausstellung besuchten, von einer eigenartigen Krankheit befallen, die meistens unheilbar ist, aber sehr ansteckend, aber nicht gefährlich. Es ist vielleicht ein Virus, der sich sehr schnell ausbreitet. Nichts Genaues weiß man. Den Virus, den ich meine, nennt man den Sammlervirus. Und der ist ganz harmlos. Die Tombola des Ruder Heimatvereins, wo es sehr tolle große und kleine Preise zu gewinnen gab. Auch der Bürgerverein Britz präsentierte sich mit einem Infostand. Zinn- und Stofffiguren aus der Geschichte Der Herr der Ringe weckte den Sammlervirus bei dieser Sammlerin. Dabei fing alles ganz harmlos an mit einem Buch. Mit dem Titel Wie soll es schon anders sein? Der Herr der Ringe. Und schon ließ die Geschichte der Sammlerin keine Ruhe mehr. Diesen Sammler hat es den Bierbrauereien angetan. Nein, nicht den Gerstensaft, sondern mehr die Gegenstände mit Werbeaufdrucken von verschiedenen Brauereien. Gesammelt werden Streichholzschachteln, Bierdeckel, Biergläser, Kartenspiele und vieles mehr. Ja, wenn nur ein Werbeaufdruck von einer Brauerei zu sehen ist. Und wenn wieder ein neues Stück für die Sammlung ergattert wurde, das man vielleicht schon lange gesucht hatte, dann wird dieses bestimmt mit einem Glas Bier gefeiert. Den Sammlervirus hat den Sammler bestimmt in einem Café erwischt. Irgendwo in Deutschland. Beim Kaffee trinken, wo es fast überall die eingepackten Zuckerstücken dazu gibt. Ja, irgendwann muss der Virus zugeschlagen haben. Es gibt nicht nur Einzelstücke, nein, ganze Serien gibt es. Es gibt natürlich nicht nur als Zuckerstücken, auch als Zuckertüten oder der neueste Schrei sind kleine Zuckerstangen. Hier gab es schöne Bilder zu bewundern. Bleistift, Kohlezeichnungen oder andere Techniken. Bilder aus längst vergangenen Zeiten.
Ein Hobby, das Ausdauer und etwas Fingerspitzengefühl erfordert. Hauptsächliche Arbeiten sind das Entgraten der einzelnen Bauteile sowie das Zusammenfügen und Verspachteln. Diese Arbeiten sollten sorgfältig ausgeführt werden, weil durch ein sauberes gebautes Modell das Bemalen erleichtert wird. Der erste Schritt ist das Grundieren des Modells, am besten mit Wasserfarbe. Danach kann das Modell zum Beispiel mit Ölfarbe bemalt werden. Hier konnte man den Künstler bei der Arbeit zuschauen, wie er das Modell mit Ölfarbe bemalte. Große, kleine, dicke und dünne Stoffaffen wurden hier gesammelt. Der Aquariumclub Rudo zählt ca. 30 begeisterte Aquarianer, eine kleine, aber agile Interessengruppe. Das Hauptziel dieses Clubs ist die Förderung sowie Verbreitung der Aquarienkunde und die Vereinigung Gleichgesinnter. Nur so kann dieses Hobby zur Erhaltung der stark angegriffenen Umwelt, aber auch zur Erholung und Entspannung beitragen. Denn ein geschmackvoll eingerichtetes und mit Fischen besetztes Aquarium bietet immer einen schönen Blickfang.
In mühvollen und schweißtreibenden Abenden wurden diese Motorräder restauriert. Es mussten Originalteile beschafft werden und vieles mehr, bis die Motorräder wieder den heutigen Zustand erhielten. Auch dies ist eine schöne und kreative Freizeitbeschäftigung, um sich die Natur für eine lange Zeit in die eigenen vier Wände zu holen. Ab 1988 ist der Sammler auf die Objekte seiner Begierde gekommen, bei denen das angebliche Glück verheißende Hufeisen bei der Anfertigung des von der Regel zum Gebrauch bestimmten Gegenstands eine wesentliche Rolle spielt. Die Sammlung umfasst mehrere hundert Objekte, die man in mehr als 50 Arten aufgliedern kann. Stückzahlenmäßig finden sich die meisten im großen Bereich von Schmuckgegenständen, Anhänger, Broschen, Spangen, Ringe und so weiter.
Sie sind aus Holz, selten aus Karton oder in wachsgetränkte Papierstäbchen mit Zündkopf, der durch Reibung entflammt wird. Die Reibefläche besteht aus sauerstoffreichen Substanzen und amorphen Phosphor. Die Zündis sind nicht nur bei Rauchern begehrt. Nein, auch die Sammler sind Feuer und Flamme. Heute geht es beim Einkaufen nicht mehr ohne sie, die eine Mark Pfand für den Einkaufswagen. Und schon gab es diese Pfandstücke aus Plastik und natürlich mit Werbeaufdruck. Nie mehr nach einer Mark Pfand suchen. Leider kann man diese Plastikstücke auch sehr schnell verlieren. Und nun kommen wir in die oberen Etage, wo es noch viel mehr Sammler ihre Hobbys den interessierten Besuchern präsentierten.